Heyo, ich bin Tom. I'm Batman. Ja, das wissen wir doch, Bats. Und das ist mein Review zu Batman Arkham Knight. In Batman Arkham Knight schlüpft er wieder in die Rolle des Caped Crusaders und muss Gotham City vor Scarecrow retten, der sein Giftgas über die ganze Stadt ausbreiten möchte, aber die Stadt wurde rechtzeitig evakuiert, sodass alle Passanten weg sind und nur noch Schurken auf der Straße rumlungern. Was also zur Hölle machen wir hier? Der Logikfehler mal beiseite, Scarecrow hat dieses Mal Unterstützung vom Arkham Knight, der eine ganze Armee mitgebracht hat und Batman tot sehen möchte. Mehr werde ich zur Story jetzt nicht verraten, außer einen riesigen Spoiler. Batman ist Bruce Wayne. Psst, das darf niemand wissen. You're being crazy. How could I be Bruce Wayne? Arkham Knight ist der dritte Teil der Rocksteady-Trilogie, also Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight. Arkham Origins, das von einem anderen Studio entwickelt wurde, ist ein bisschen wie das ungeliebte Kind, an das sich niemand gerne erinnert. Und mit Arkham Knight sollen nun alle Stränge, die in den Arkham-Trilogien zusammengekommen sind, beendet werden. Was relativ lustig ist, wenn man sich überlegt, dass Arkham Knight eine ähnliche Story hat wie der Film Batman Begins, also Scarecrow, der versucht, die ganze Stadt mit seinem Angstgas voll zu sprühen. Nur dass bei Batman Begins es wenigstens noch Passanten gab, um die man sich scheren konnte. Versprochen, das ist das letzte Mal, dass ich drauf rumhacke, denn das Spiel hat deutlich mehr Probleme als nur fehlende Passanten. Kommen wir erstmal zu den ganzen guten Sachen. Das Free-Flow-Kampfsystem funktioniert super, das Level- und Upgrade-System macht Sinn, die Synchronsprecher sind im Deutschen wie auch im Amerikanischen grandios und die Stadt ist einfach riesig und es gibt genug Dinge zu entdecken. Warum konnte ich nicht warm werden mit dem ganzen Spiel? First off, es gab wieder einen Season Pass, der ungefähr 40 Euro gekostet hat und Day One DLCs. Nicht cool, Rocksteady. Die ganzen Buddy-Missionen mit Nightwing, Robin, Catwoman etc. waren zwar total cool, weil man nicht nur mit den verschiedenen Charakteren zusammenspielen konnte, sondern auch zwischen den Charakteren hin und her wechseln konnte und Tag-Team-Attacken auslösen konnte. Aber sie waren viel zu kurz. Die ganze Story bei Arkham Knight ist leider gerade für Comic-Fans extrem schwach ausgefallen, denn spätestens ab der Hälfte wusste ich, wer sich hinter der Maske von Arkham Knight versteckt. Obwohl ich sagen muss, dass diese ganzen Ich-Spiele mit Batmans Psyche, die ausgelöst wurden durch das Angstgas von Scarecrow, schon ziemlich cool war. Aber das Schlimmste an Arkham Knight ist die eine Sache, die sich alle Fans gewünscht haben. Schon seit Arkham Asylum gab es nur einen Wunsch. Bringt uns das Batmobil, wir wollen unbedingt in dem verdammten Batmobil rumfahren. Man sollte vorsichtig mit dem sein, was man sich wünscht. Oh, wir haben das Batmobil bekommen. Und wie wir das Batmobil bekommen haben. Fast jede dritte Mission ist eine verdammte Batmobil-Mission. Und das geht einem so sehr auf den Sack. Klar, am Anfang war es extrem cool, das Batmobil zu haben. Ich meine, hallo, das Ding sieht verdammt awesome aus. Aber nach der dritten oder vierten beschissenen Arkham Knight schickt Panzer auf euch los Mission, war ich völlig am Durchdrehen. Nichts an diesen Missionen hat sich in irgendeiner Form geändert. Ihr müsst nur die ganze Zeit hin und her fahren und den Geschossen vom Arkham Knight ausweichen und seine beschissenen Bots ausschalten. Das war's. Und es nervt, weil es die ganze Zeit vorkommt. Hinzu kommt, dass in dauerverregnetem Gotham das Batmobil extrem schwer zu lenken war. Selbst auf der PS4. Und ich rede jetzt natürlich nicht von der PC-Version, denn ich weiß, dass diese Version ziemlich scheiße war und einfach noch nicht fertig. Was ziemlich heftig ist, wenn man sich überlegt, dass Rocksteady sich dessen bewusst war, dass die PC-Version noch nicht fertig war und einfach zu sehr fokussiert war auf die Konsolenversion und diese einfach nicht zum Laufen gebracht haben, weswegen sie die PC-Version von einem anderen Studio haben entwickeln lassen und das mit viel zu wenig Zeit. Die Trilogie ist nun zu Ende, aber leider war es kein gutes. Ich muss sagen, von allen drei Teilen fand ich bis jetzt Arkham City am besten und das, obwohl der Endkampf scheiße war. Aber wenigstens gab es einen Endkampf. Bei Arkham Knight hatte ich nie das Gefühl, dass es einen Endkampf gab. Klar, Batman-Fans werden wie auch mit den anderen Teilen mit Arkham Knight ihren Spaß haben, aber ich kann dieses Spiel nicht zu seinem vollen Kaufpreis empfehlen. Wartet lieber, bis eine Game of the Year Edition erscheint oder ihr es wesentlich billiger bekommt. Die Grafik ist wunderschön, keine Frage. Das Kampfsystem macht unglaublich viel Spaß, aber das Batmobil ist die absolute Hölle, zumal es absolut keinen Sinn macht, dieses Batmobil im Spiel zu haben, außer um gegen diese Tanks vom Arkham Knight zu kämpfen. Ansonsten seid ihr mit den Gleitfähigkeiten von Batman deutlich schneller über die Stadt hinweggeflogen, als dass ihr es irgendwie geschafft hättet, mit dem Auto durch die Stadt durchzucruisen. Ihr Batman-Fans da draußen werdet Arkham Knight auf jeden Fall holen. Für alle anderen, die sich nach einem guten, coolen Batman-Spiel sehnen, holt euch erst Arkham Asylum, dann Arkham City. Und wenn ihr dann immer noch Bock auf die Reihe habt, auch Arkham Knight. Ansonsten kann ich das Spiel nicht wirklich empfehlen. Zumal es absolut nicht einsteigerfreundlich ist, da man die beiden Teile davor gespielt haben muss, um überhaupt zu checken, was in Arkham Knight abgeht. Das war mein Review zu Batman Arkham Knight. Ich bin Tommy Something. Fuck this shit. I'm Batman.
Halt, stopp und willkommen zur Endcard. Batman Arkham Knight hat mir leider nicht so gut gefallen, wie ich es erwartet hatte. Und das, obwohl meine Erwartungen ziemlich groß waren. Wenn euch das Review trotzdem gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn nicht, dann gebt mir einen Daumen nach unten. Das ist auch okay, dann weiß ich wenigstens, dass es euch nicht gefallen hat. Und wenn ihr neu auf diesem Channel seid, würde es mich total freuen, wenn ihr da unten draufklickt und auf Abonnieren geht und mich abonniert und mehr Reviews und mehr Top 5 und mehr Scheiße von mir seht, als eigentlich notwendig. Ansonsten habe ich jetzt natürlich noch zwei Videos für euch. Einmal das Recap zur Gamescom 2015 und ein Review zu Yoshi's Woolly World und nicht Wally World, wie ich es in diesem Review sage. Ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Ich bin Tommy Something. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.